Ich möchte hier einen kurzen Überblick geben über die einzelnen Module, aus denen man Bachata-Sterne basteln kann, zeigen, wie die Module gefaltet werden und worin sie sich unterscheiden. Anwendungsbeispiele zeige ich dann auch noch. Zuerst einmal, das ist die Form von den normalen Bachata-Spitzen. Das ist ein Stern gefaltet aus ECO 55 Modulen. Das ist ein Stern aus Trinity-Modulen mit einem Spitzenwinkel von 60 Grad. Normalerweise verwendet man quadratisches Papier. 21 x 21 ist das größte Quadrat, das man aus DIN A4 schneiden kann. Man kann das Papier aber auch erweitern, dass es etwas länglich wird. Damit vergrößern sich die Module um ein Stück. Der Spitzenwinkel bleibt gleich. Man kann aber auch den Spitzenwinkel verringern durch eine spezielle Falttechnik. Dann kommt man auf 36 Grad. Noch steiler werden die Spitzen, wenn man es auf 30 Grad verringert. Dazu muss man allerdings das Papier als Ausgangsbasis etwas an der Kante anschneiden. Es ist auch möglich, Module zu falten, die eine kurze und eine lange Seite haben, um dann unterschiedlich lange Sternspitzen zu erzeugen. Neue Module sind die mit einem Spitzenwinkel von 55 Grad. ECO habe ich das genannt, weil man da ganz normale DIN-Formate verwenden kann. Was mir am besten gefällt und womit ich in letzter Zeit am meisten arbeite, sind diese Module, die gleichseitige Dreiecke bilden. Trinity habe ich sie deshalb genannt, 60 Grad Spitzenwinkel. Jetzt zeige ich, wie die einzelnen Module gefaltet werden. Die vielen komplizierten Falteinleitungen für Bachata-Module waren für mich der Anlass, über eine Vereinfachung nachzudenken. Das hier ist dabei herausgekommen und hat sich bereits tausendfach bewährt. Das quadratische Blatt wird einmal zur Mitte gefaltet, dann eine Ecke bis zur Mittelgrenze. Vorsicht, dass man nicht drüber kommt, und gleich danach noch einmal bis zur Mitte. Dann das Ganze umdrehen, so dass der Mittelfalz oben bleibt, und das Ganze auf der anderen Seite. Dann direkt anschließend die Ecke über diese Kante schlagen. Wieder drehen, dass der Mittelfalz oben bleibt, und dasselbe auf der anderen Seite machen. Und jetzt kommt der Trick: beide offenen Flügel so greifen und, das braucht etwas Übung, so gegeneinander schieben, dass sich der Mittelfalz öffnet. Dann entsteht diese Raute, und hier auch wieder beide offenen Enden zur Mitte hin einschlagen. Dann, wie gewohnt, zur Mitte knicken, und das Modul ist fertig. Ich zeige das gerade noch einmal, für den Fall, dass man es nicht richtig hat sehen können auf dem Video. Also zur Mitte hin falten das Blatt, der Mittelfalz bleibt oben. Dann zweimal hintereinander einschlagen bis zur Mitte. Das Ganze wenden, dass der Mittelfalz oben bleibt. Nochmal zweimal bis zur Mitte. Darauf achten, dass man nicht über diesen Mittelfalz drüber kommt, sonst kriegt man Probleme nachher beim Zusammensetzen. Anschließend die offene Ecke hier über die Kante schlagen. Das Ganze wieder so wenden, dass der Mittelfalz oben bleibt. Und dasselbe auf der Seite. Jetzt an beiden Seiten greifen. So ein bisschen nach unten halten, dass sich der Mittelfalz öffnet. Ich zeige es nochmal ausführlicher. Das ist wirklich für die meisten nicht so einfach, aber mit etwas Übung klappt das und ist dann kein Problem mehr. So öffnet sich der Mittelfalz, dann werden die offenen Enden wieder zur Mitte hin eingeschlagen. Und das Ganze zur Mitte hin. Damit ist ein Modul fertig. Der Unterschied gegen den normalen Bachata-Modulen: normalerweise
ergibt sich ja hier, das sieht man bei zweifarbigem Papier hauptsächlich, diese kleine Tasche, die dann auch in der anderen Farbe erscheint. Das ist dann bei der vereinfachten Falltechnik nicht so. Diese Tasche ist auch da, aber in dem Fall nach innen umgeschlagen. Nach außen ist also die innere Seite ganz einfarbig. Das ergibt dann beim fertigen Stein ein etwas anderes Aussehen. Ansonsten ist es dasselbe. Eine Ergänzung des Videos in letzter Sekunde. Wer auf diese kleine Ecke nicht verzichten möchte, und bei zweifarbigem Papier macht das ja auch Sinn, der kann das wie folgt machen. Zuerst muss die Farbe, in der die kleine Ecke und auch die Spitze erscheinen soll, bei dem ersten Falz nach innen geschlagen werden. Dann können wir das Blatt drehen, den rechten Winkel zum Mittelfalz hin machen, das Blatt so wenden, dass der Mittelfalz auf derselben Seite bleibt, hier auch wieder den rechten Winkel falten, dann das Blatt öffnen, den Falz gerade andersrum zusammenlegen und dann kann man wie gewohnt die Module weitermachen. Ich zeige das gleich noch einmal mit anderem Papier. Hier hatte ich nur dieses gebrauchte. So, das Modul ist dann fertig und die kleine Ecke hier erscheint in grün. Jetzt zeige ich das mal mit andersfarbigem Papier. Ich habe hier noch dieses. Das heißt also, die Farbe, in der Spitze und Ecke erscheinen sollen, muss zuerst nach innen gefaltet werden. Dann den rechten Winkel. Für mich war das am bequemsten, das Papier dann so hinzulegen. Gerade drehen, dass es an der Seite bleibt. Linkshänder werden es wahrscheinlich andersrum machen. Jetzt das Blatt öffnen und gerade am Mittelfalz anders zusammenlegen, sodass diese Ecken nach innen kommen. Und dann kann man wie gewohnt es weiterfalten mit der einfacheren Methode. Aber auch hier ist das Falten so viel einfacher, als es sonst oft gezeigt wird. So, damit haben wir die Ecken in Silber. Man kann auch dieses etwas längere Papier benutzen. Das habe ich hier mal vorbereitet. Also nicht ganz quadratisch. Beim DIN A4 Blatt kann man bis auf 25,2 cm gehen oder sogar noch weiter. So falten, dass die kürzere Seite wird gefaltet. Die längere Seite bestimmt über die Größe des Sterns. Da wird es dann ganz genauso wieder gemacht, wie bei dem anderen. Das bleibt gleich. Das geht dann hier bis in die Ecke. Es gefällt mir persönlich sehr gut, weil der Stern dann nachher auch schöner aussieht, wenn er durchleuchtet wird. Das andere Verfahren bleibt dasselbe. Dadurch wird der Stern insgesamt natürlich größer, weil die Spitzen größer werden. Das ist dann der Unterschied. Ich halte das mal daneben nochmal. Das ist jetzt aus DIN A5, normal Quadrat und das ist etwas länglicher. Jetzt zu der schmaleren Spitze. Da ist der Unterschied 36 Grad 45, also mit 36 Grad wird das Ganze spitzer. Dazu
nimmt man einfach ein DIN-Blatt, das ist jetzt DIN A5, und markiert es entsprechend. Es gibt zu all diesen Vorschlägen, gibt es separate Videos, wo das ausführlich erklärt wird. Markiert es an der entsprechenden Stelle und dann wird der erste Falz so gemacht, dass man gerade bis zu der Markierung das über die Grenze hinüberfaltet und dann wie gewohnt bis zur Mitte geht. Das Ganze dann auf der anderen Seite. Da habe ich es jetzt falsch gemacht, also bei der ersten Faltung muss man bis zu dieser Markierung über die Grenze drüber. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Am Anfang etwas ungewohnt. Der Rest ist wie bei der anderen Sache. Und hier sieht man schon, man kann das dann so einschlagen, das Blatt, was da übersteht. Und wie gewohnt zur Mitte hin. Man erkennt, man hat einen anderen Spitzenwinkel. Gerade gegenüber dem, was wir vorher gemacht haben. Das war jetzt der kleine. Das ist der spitzere. Und ich hole es mal gerade. Das ist der längere. Wichtig ist ja, dass hier die Lasche da ist. Weil an der Stelle halten die Module dann zusammen. Was man bei diesen beachten muss, ist, dass man diese kleinen Eckchen, die hier außen überstehen, man sieht es glaube ich nicht so gut, hier sind so kleine Eckchen, die man dann einfach abschneiden kann. Die stören sonst beim Zusammenbauen des Sternes, also gerade die überstehenden kleinen Eckchen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten 55 Grad Winkel. Das ist dieses Modul. Das wird aus ganz normalen DIN-Formaten gefaltet. Das ist wahrscheinlich das einfachste zu machen. Dabei wird, das ist jetzt Postenkartengröße, das schräg über die Ecke gefaltet, von Ecke zu Ecke. Und dann wie man es gewohnt ist, einmal so, einmal so, nicht zweimal, sondern nur einmal, dann hier über die Kante wieder, hier über die Kante und zur Mitte hin. Damit ist schon ein Modul fertig. Lässt sich genauso zusammensetzen wie die anderen. Ich habe mal das vorbereitet. So sieht das fertige Modul dann aus. Oder die fertige Spitze besser gesagt. In Farbe ergibt sich dieses Bild. Das letzte Modul, was ich hier vorstellen will, ist das Trinity-Modul. Es hat einen Spitzenwinkel von 60 Grad, bildet also gleichseitige Dreiecke. Auch dazu gibt es ausführliche Videos. Es besteht aus einem speziellen Papierformat, das in drei Teile geteilt, wieder Blätter mit demselben Format gegeben. Das ist das Modul, mit dem ich inzwischen am meisten arbeite. Es macht mir am meisten Spaß, auch daraus Formen zusammenzusetzen. Bis gefaltet wird, ganz einfach, dieses spezielle Format wird auch von Ecke zu Ecke gefaltet. Dann bis zur Mittelkante. Dasselbe auf der anderen Seite. Dann werden hier die Ecken eingeschlagen. Dasselbe auch wieder auf der anderen Seite.
jetzt über die Mitte, hier über die Mitte. Das kann man dann bei kleineren Modulen auch gut in der Hand machen. Nebenher, das läuft wie von selbst, wenn man es einmal gewöhnt ist. So, bis zur Mitte. Und jetzt zusammenlegen, dass Spitze auf Spitze kommt. Eine Besonderheit bei diesem Modul, man muss, weil die Ecken so gut ineinander halten, muss man hier diese Ecken abschneiden, sonst kriegt man es kaum hin, die zusammenzusetzen. Aber das macht man dann zwischendurch während des Faltvorgangs. Wie gesagt, es gibt separate Videos darüber. Das ist jetzt dann ein fertiges Modul. Und das ist der entsprechende Stern dazu. Man sieht, dass das Muster in den Spitzen sehr gleichmäßig ist, was besonders bei farbigen Sternen und bei durchleuchteten Sternen dann sehr gut aussieht. Davon zeige ich später was. Eine Besonderheit bei diesen Modulen, dadurch, dass es sich um gleichseitige Dreiecke handelt, kann man den zweiten Teil auch nach innen klappen, um einen sauberen Rand bei offenen Formen zu erzeugen. Dafür ist es besser, statt das bei solchen Modulen zu machen, spezielle Abschlussmodule vorzubereiten, wo dann die eine Seite schon von vornherein nach innen gefalzt ist. Die kann man dann ganz normal einsetzen und entsprechend besser verschließen, weil der Falz schon vorgegeben ist. Damit lassen sich dann offene Formen erzeugen, wie zum Beispiel jetzt aus dieser Größe solche Ringe oder natürlich in kleiner dann so etwas. Nun ein kurzer Vergleich. Die ECO 55 Module eignen sich gut für denjenigen, der schnell einmal Sterne machen möchte und keine komplizierten Papierformate will. Die lassen sich ja aus ganz normalen DIN-Formaten mit wenigen Handgriffen falten. Die eignen sich hauptsächlich für Sterne. Wenn man jetzt zweifarbiges Geschenkpapier verwendet, sieht das Ganze so aus. Man sieht also die eine Farbe, die zweite Farbe. Bei einseitig bedruckten wäre das dann ja weiß, ist nur in der Spitze zu sehen, sonst sind die also recht einfarbig dann. Die normalen Bachetta-Sterne mit dem Spitzenwinkel von 45 Grad eignen sich für alles, was spitzig und sternig aussehen soll in Richtung Weihnachten und so weiter, wie bekannt. Die Trinity-Module sind gut das ganze Jahr über für etwas, was etwas verspielter sein darf. Daraus kann man dann auch sowas Kunterbuntes zusammenbauen, Farbverläufe und natürlich auch Kugeln, die mit den Trinity-Modulen gefälliger aussehen als mit den spitzen Bachetta-Modulen. Einmal als Vergleich, eine 120er Kugel aus Bachetta-Modulen, ist wirklich eine Sternenkugel, während die andere dann entsprechend viel runder und gleichmäßiger ist. Die Module lassen sich gut falten, lassen sich gut verarbeiten und sind auch sehr stabil. Dazu kommt, dass sie sich sehr gut für diese offenen Formen eignen. Auch da sind ja viele Videos inzwischen gemacht, die das zeigen, wie sich so etwas kombinieren lässt mit diesen Abschlussmodulen. Das ist die Besonderheit da. Trinity-Module aus zweifarbigem Papier würden dann so aussehen. Auch da sieht man, die zweite Farbe ist nur in diesen kleinen Eckchen später zu sehen. Das ist das nächste Projekt für Weihnachten, denke ich. So, ich hoffe, dass der Vergleich dazu dient, die richtige Auswahl zu treffen für das jeweilige Projekt. Viel Spaß!